Es war an dem Tag, glaube ich, der heißeste Tag, den wir in Hamburg hatten. Ich bin zur Arbeit gekommen, wie jeden anderen Tag auch, zur Spätschicht. Das Bad hat sich von 0 auf 100 schnell gefüllt. Also es war auf einmal proppevoll und alle auf einmal, sonst verteilt sich das hier eigentlich immer. Ich stand am 3-Meter-Turm, den 3-Meter-Turm zugemacht, bin um die Türme dann rumgegangen. Wollte den 1-Meter-Turm aufmachen, hatte noch eine Diskussion, weil wieder welche vom Beckenrand gesprungen sind. Kommst du runter von der Leine? An der Seite raus, an der Seite raus. Und in der Zeit habe ich nach unten auf die Schräge geguckt und sah halt eine blaue Badeshorts mit einem Jungen unten liegen. Ja, und dann bin ich auch direkt reingesprungen, weil ich schon gesehen habe, der hat sich nicht bewegt. Vorher habe ich natürlich geschrien zu meinen Kollegen, Torben, Torben, der stand zum Glück noch auf der anderen Seite. Hab den Jungen hochgeholt und dann ging es auch schon direkt los mit der Reanimation. Man ist wie im Tunnelblick, man macht einfach nur noch. Hab gedrückt, hab gepustet, hab gedrückt, hab gepustet und dann hat er zum Glück erbrochen, ist zu sich gekommen, ist aber direkt wieder ohnmächtig gewesen. Habe ich noch mal weiter gepustet und dann hat er noch ein bisschen mehr erbrochen und war wieder da, zum Glück. Im Nachhinein hat hier noch die Notärztin angerufen, hat sich halt noch bedankt, hat uns dann noch gesagt, dass es dem Jungen gut geht. Und dass er am gleichen Abend noch aus dem Krankenhaus entlassen worden ist, das war natürlich dann ein gutes Gefühl, wie ich das dann gehört habe.